Ich muss ja sagen, ich fahre seit einem Jahr Elektroauto und bin ein absoluter Fan geworden. Bei uns dreht sich jetzt alles ums Elektroauto und bei der Ladeinfrastruktur kommt die Salzburger AG ins Spiel. Wir bieten bereits heute das dichteste Ladenetz im Bundesland Salzburg an und garantieren somit eine flächendeckende Versorgung. Dazu kommt, dass sich immer mehr Hotels und Gastronomiebetriebe für ein Elektroauto oder zumindest für eine Ladeinfrastruktur für ihre Gäste entscheiden. Ja, ich sage, bei uns ist generell Nachhaltigkeit und einfach ein Blick in die Zukunft immer wichtig und dass ein gewisses Umdenken stattfindet, sowohl was den Konsum von Speisen und Trank betrifft, dass man mehr auf die Regionalität geht, auf heimische Produkte geht und deshalb haben wir uns gedacht, passt das wie die Faust aufs Auge, wenn wir Elektrotankstelle auf unserem Parkplatz für unsere Gäste zur Verfügung stellen. Dass der Strom der Salzburger AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier E-Mobilität zu wechseln. Dadurch, dass wir von der Salzburger AG den Strom, das Kabelfernsehen, Internet und auch Gas beziehen, war das einfach das Naheliegendste, dass wir uns in puncto Elektrotankstelle auch an die Salzburger AG wenden. Wenn auch Sie Ladelösungen für E-Autos benötigen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Egal ob Gewerbebetrieb, Gastronomie oder Hotel. Im ersten Schritt muss einmal müssen die technischen Gegebenheiten einmal abgeklärt werden, ob es überhaupt möglich ist, hier eine Ladestation zu errichten. Das haben wir dann gemacht. Wir haben dann mit dem technischen Service eine Begehung gemacht und haben das dann im Anschluss dann auch so dementsprechend umgesetzt. Und bei dieser Ladestation handelt es sich um eine öffentliche Schnellladestation. Das heißt, wir haben die Leistung verdoppelt. Die Autos können jetzt innerhalb von 20 Minuten können 200 Kilometer reingeladen werden, beziehungsweise können zwei Fahrzeuge mit 50 kW gleichzeitig laden.